Hi, mein Name ist Björn Lüttke vom Team Jensi. Ich möchte euch heute ein spezielles System vorstellen, und zwar der Flexi-Jig, den ich selber mit entwickelt habe, der mir sehr am Herzen liegt. Und da es dazu noch ein paar Ungereimtheiten gab, möchte ich euch heute einfach mal erklären, inwiefern der montiert wird, warum ich den entwickelt habe und warum der so flexibel einsetzbar ist auf Raubfisch. Das Ganze erklärt sich A durch den Spieß, den ich individuell in jeden Gummifisch ganz einfach reinschieben kann. Die Hakenposition individuell nach meinen Bedürfnissen setzen kann und auch durch schnelles Reagieren wieder verändern kann im Sitz des Gummifischs. Und das zweite ist natürlich die Flexibilität und die Laufeigenschaften. Dadurch, dass wir das Gewicht von der Mitte vom Gummifisch nach unten gebracht haben, ist das Laufverhalten beim Einkurbeln ein Flanken, was natürlich den Hecht und den Barsch und den Zander sehr verführerisch anspricht. Das Ganze natürlich mit unserem Jensi Riverset durch einen anständigen Schaufelschwanz vom Gummifisch unterstützt wird. Eine leichte Drehbewegung vom flankenden Schaufelschwanz. Um da die Reize zu unterstützen, benutze ich Glasrasseln, die ich natürlich hier waagerecht oder horizontal in den Gummifisch setzen kann. So, es ist hier ein kleines Loch entstanden. Wer es ganz genau machen will, nimmt ein Feuerzeug und brennt das Ganze zu. Jetzt ist es verschlossen. Natürlich auch als Tipp, wenn die Fische durch Hechtbisse ein bisschen perforiert sind, könnt ihr das auch mit Feuerzeug wieder kleben. Also nach gut 10 Sekunden ist es jetzt hier hinten verschlossen und trocken. Das System basiert darauf, dass ich mich früher mit den Jig-Haken und einem Stinger-Haken immer geärgert habe bei größeren Zandern. Die haben den Köder gefaltet. Und bei dem System kann er den Biss fast nach vorne ins Kopfteil falten. Und ein Haken sitzt immer in Fangposition. Ja? Na, die Flexibilität ist fast bis in den Kopf gegeben. Und beim Jig-Haken, der mittig austritt, wäre quasi hier Feierabend gewesen. Und diese Biegung geht meistens hier in den Stinger-Haken rein, ne, wie man sieht, und wird mit einem Fehlbiss bestraft. Deswegen haben wir uns auf eine Flexibilität des Köders festgelegt, auf die maximale Flexibilität, also fast bis in den Kopfbereich. Was natürlich auch das Laufverhalten widerspiegelt, der Fisch schlängelt und flankt ganz verführerisch. Das war mir eine Herzensangelegenheit, euch das mal näher zu erklären. Des Weiteren solltet ihr durch Grundkontakt oder Holzkontakt, Pflanzenkontakt die Hakenspitzen stumpf werden, könnt ihr euch die abhetzen, einen Sprengring ins Stahlfachfach einziehen und an Haken reinziehen, was ihr möchtet. Vom Einzelhaken, den ihr mit einer normalen Stecknadel fixiert, bis zum Twinex-Haken oder den guten alten Drillingshaken. Wem das eine zu viel ist, also zwei Drillingshaken zu viel ist, kann das Ganze auf einen beschränken, sich das Ganze hier oben mit einem zweiten Sprengring versehen und ein Stinger einbauen, zwei Stinger, wie ihr das möchtet. Da ist eure Kreativität gefragt. Das ist natürlich nur die Grundausstattung, das ist der Auslieferungszustand, und für den Rest seid ihr verantwortlich.